Liebe Freunde der Wissenschaft, wir sehen uns demnächst zum Battle Royale im Stadtsaal zum Thema Terror. Chemie ist eindeutig die beste Wissenschaft, um das zu erklären, nämlich wenn man sich anschaut, was bei einer Explosion passiert. 18 Milliliter flüssiges Wasser entsprechen 22,4 Liter gasförmiges Wasser. Damit ist klar, eine Explosion erzeugt eine gewaltige Druckwelle, wenn das innerhalb einer Sekunde oder weniger in Gas übergeführt wird. Das ist das Geheimnis einer Explosion und sowas wollen wir erklären, wie das funktioniert anhand von dem berühmten ersten Sprengmittel, dem Nitroglycerin und seinem Erfinder Alfred Nobel, der schließlich dann so viele Skrupel bekommen hat, dass er den Nobelpreis gestiftet hat. Alles Weitere freut mich Ihnen im Stadtsaal auf der Milfer Straße zu zeigen.